Aus unserer Sicht bringt es jetzt gerade nicht viel, wenn du aus Deutschland auswanderst und in Europa verweilst. Wir nehmen hier die Freiheiten, die wir hier in Mexiko haben, noch so lange mit, wie es geht, weil früher oder später sind wir sowieso alle auf dem Radar. Ich möchte meine Kinder dann nicht mehr im System haben in Deutschland. Immer wenn wir da wieder Heimweh kriegen, dann denken wir eigentlich an die Zeit, sage ich mal so 5 Jahre früher, wie da noch alles war. Und dann kommen wir halt wieder zurück und sehen, dass sich aber alles verändert hat. Wenn du eine Meinung hast, du kannst nur mal diskutieren. Es gibt nur noch richtig oder falsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier viel sicherer, wie ich mich leider mittlerweile in Deutschland fühle. Die Mexikaner, die finden den Trump auch geil, muss man jetzt mal so sagen. Und du bist willkommen, weil du dem Land einen Mehrwert bietest. Und wenn du diesen Mehrwert nicht mehr bieten kannst, beziehungsweise dich nicht integrierst oder jetzt im Staat auf der Tasche liegen willst, dann sagt halt zum Beispiel Mexiko, ja, dann bist du hier falsch. Hallo und herzlich willkommen bei Infrarot im Gespräch. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Auswandern, Auswandern aus Deutschland, und telefonieren diesmal zu diesem Zweck mit der Karibik, genauer gesagt mit dem Playa del Carmen in Mexiko, wo unsere beiden Interviewgäste bereits seit 3,5 Jahren leben. Herzlich willkommen, Katharina und Richard. Hallo, Hallo. grüß dich. Hallo. Ich wäre ja gerne selber runtergeflogen zu euch nach Mexiko, um schöne Bilder zu bekommen, aber zum Glück betreibt ihr euren eigenen YouTube-Kanal, von dem ich mich hoffentlich so ein bisschen bildermäßig bedienen kann, sodass unsere Zuschauer also auch einen Eindruck davon bekommen, worüber wir hier in der nächsten Stunde reden werden. Aber vielleicht könnt ihr euch einfach mal selber vorstellen und erzählen, wie und was euch in eure neue Wahlheimat geführt hat. Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende und ja, witzige Geschichte. Es war eigentlich alles geplant und es ist eigentlich auch das Schöne daran, dass wir hier so ungeplant gelandet sind und uns dann doch in Land und Leute hier verliebt haben. Weil ursprünglich war der Plan eigentlich ganz anders, dass wir während ja, der schweren Zeit vor ein paar Jahren eben uns geschaut haben, wo können wir denn hin? Ja, wir wollten einfach in die große, weite Welt und haben gesagt, okay, unser Business war dann zu dem Zeitpunkt einfach auch leider eingefroren, ja. Und haben wir gesagt, ja, wir wollen irgendwo hin, wo wir dann wenigstens die Zeit genießen können, ins Warme, irgendwo, wo die Sonne scheint. Und wir waren eigentlich immer so auf Asien extrem fokussiert. Und dann war es aber so, dass es dann doch leider nicht geklappt hat, weil die dann die Schotten wieder dicht gemacht haben in Indonesien. Und dann mussten wir ganz, ganz schnell uns überlegen, wo gehen wir hin. Das Haus war schon leer. Wir haben dann schon auf der Luftmatratze geschlafen und haben uns gedacht, Mensch, wo können wir denn jetzt noch hin? Und über einen Bekannten, der einen Freund in Brasilien hat, sind wir dann erstmal ganz spontan nach Brasilien mit Hund ausgewandert, haben unsere 4 Koffer und Hund dabei gehabt und sind dann in Brasilien gelandet. Und da haben wir ein 3-monatiges Visum. Wir waren aber dann auch mit Portugiesisch, konnten uns nicht so anfreunden mit der Sprache und irgendwie war das dann nicht ganz so das, was wir, glaube ich, gesucht haben und haben dann gesagt, ja, aber was machen wir jetzt? Ja, das Visum läuft aus. Und dann habe ich ganz spontan, habe ich dann zum Richie gesagt, ich habe dann ein bisschen geguckt im Internet, ja, wo können wir denn jetzt eigentlich hin während dieser, ja, recht komplizierten Zeit? Wo kann man überhaupt noch einreisen, eben aus Brasilien? Es war sehr, sehr schwierig mit den Flügen aus Brasilien, die Länder, die einen reingelassen haben. Und ich sage, nee, nach Deutschland wollen wir eigentlich nicht wieder zurück. Da kommen wir ja gerade her. Und wo können wir denn hin? Und dann sage ich zum Richie, so, das wurde mir einfach angezeigt, ne, so Facebook und dem Handy. Und da habe ich gesagt, wir gehen jetzt nach Mexiko. Ja, und keine Ahnung gehabt von Mexiko. Wir haben gedacht, das ist, wie sagst du Ich immer? sage immer, das ist so die Vorstellung, so ein kleiner, dicker Mexikaner, Sombrero auf, vielleicht so ein Revolver, Tequila, Kaktus im Hintergrund. Da stellt man sich, glaube, wenn man keine Ahnung von Mexiko hat, so stellt man sich das ein bisschen vor. Und so sind wir dann in Mexiko gelandet, ja, und dann über ein paar andere Stationen, dann hier dann doch in Playa del Carmen, ja, wo wir jetzt hier, jetzt ja dann doch schon die letzten 3 Jahre sind, ja. Wann seid ihr denn aus Deutschland weg und gab es da so eine Initialzündung für euch, dass ihr gesagt habt, so jetzt reicht's, jetzt gehen wir? Oder war das für euch sowieso immer schon angesagt, dass es sowieso irgendwann so weit ist, dass ihr gehen werdet? Oder gab es sozusagen in dieser Zeit was Spezielles? Ich sage immer, wir wurden eigentlich eher so ein bisschen rausgemobbt aus Deutschland. Also wir wollten nie wirklich auswandern. Wir haben schon immer viel, also wir sind schon immer viel gereist und alles, aber so richtig auswandern war noch nicht so auf dem Schirm. Aber wo dann quasi so diese ganzen
Lockdowns und alles kamen und dann quasi auch eben unser Business auf Eis gelegt wurde dadurch. Also wir haben quasi Online-Marketing gemacht und natürlich hat dann keiner mehr Werbung geschalten zu der Zeit, weil ja alles zu war. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir noch irgendwo fest angestellt sind. Wir haben noch keine Kinder, wir haben nur unseren Hund und eine Mietwohnung. Und dann haben wir gesagt, okay, ob wir jetzt hier Miete zahlen und daheim hocken und keine Ahnung vor dem Fernseher sitzen, bis man wieder raus darf, oder ob wir fürs selbe Geld irgendwo hingehen ans Meer, wo vielleicht alles offen ist, wo wir ein schönes Leben fürs selbe Geld haben, dann lass uns doch das machen. Das war quasi so die Intention dahinter, dass wir gesagt haben, fürs selbe Geld wo leben, wo man einfach nicht so eingeschränkt ist. Ja, und das war dann im Februar, Februar 21 war das. Im Februar 21 sind wir weg und haben das aber auch nur 3, 4 Monate geplant gehabt, ja. Habt ihr auf eurem Weg oder dann, als ihr angekommen wart in Mexiko, habt ihr da viele Gleichgesinnte getroffen oder viele Leute, die das ähnlich gemacht haben? Weil ich erinnere mich, zu der Zeit war Mexiko, also gerade in der Corona-Zeit, war Mexiko immer so ein Sehnsuchtsziel, will ich nicht sagen, aber so ein Land, wo Leute gesagt haben, ey, die sind da total locker und die sind da total offen. Alle sind völlig durchgedreht in Deutschland wegen den ganzen Maßnahmen. Und Mexiko war immer so ein Sachen, so ein Ziel einfach, so ein Ziel der Freiheit, ne, für viele. Also, wo wir dann ankommen sind, man hat selber sofort gemerkt, Ziel der Freiheit. Also, gerade, ich sage immer zum Thema Masken, also über den Schnurrbart hat hier keiner seine Maske getragen. Das war wirklich, wenn überhaupt, muss man dazu sagen. Und Gleichgesinnte, ja, aber keine Deutschen. Also, es waren ganz viel Kanadier, weil in Kanada war es ja auch recht schlimm. Und die haben dann auch alles verkauft. Die Amerikaner ganz viel. Quasi die ganzen amerikanischen Rentner, die kommen ja schon immer hierher, um ihre Rente zu genießen. Aber das hat hier einen riesen Boom gegeben, eigentlich in Mexiko, die letzten Jahre. Ja, weil die hatten wirklich einmal nur, gab es eine Phase, wo die Strände auch zu waren, waren zu, aber ja, abends dann, wenn es dann so zur Dämmerung oder Sonnenuntergang sind, dann trotzdem die Einheimischen an den Strand gegangen und so. Also das war, es ist halt hier in Mexiko, es gibt Regeln, ja, aber die sind da, um gebrochen zu werden, so ein bisschen. Das steht dann doch ein bisschen so an der Tagesordnung, ja. Aber es war halt nie irgendwie komplett dicht, ja, und deswegen sind halt natürlich viele, die von den angrenzenden Ländern sind halt dann doch hergekommen oder dann eben gerade zur Hauptsaison, was ja hier die Winter, also Winterzeit, deutsche Zeit ist ja hier Hauptsaison, und die dann trotzdem immer über den Winter hergekommen sind und das auch weiterhin gemacht haben und sich da nicht irgendwie extrem eingeschränkt gefühlt haben. Und es haben halt dann doch ein paar gerochen, auch aus Europa. Also es war schon so, dass man gemerkt hat, es ist von der ganzen Welt natürlich, der Hauptfokus war wirklich die Kanadier und Amerikaner. Aber was halt auch, wir haben halt auch immer gedacht, wenn wir jetzt in so ein Land und gerade, wie wir gesagt haben, Mexiko, haben wir uns noch nie damit beschäftigt gehabt. Und wir gedacht, Mensch, da brauchen wir irgendwie den deutschen Anschluss, dass man dieses Heimatgefühl hat, dass man irgendwie, ja, Gleichgesinnte, wie du es gerade gesagt hast. Aber das war überhaupt gar nicht in dem Moment notwendig. Oder gar nicht, dass wir uns da extrem auf die Suche gemacht haben. Es haben sich natürlich ein paar Kontakte ergeben, weil man so rumgeschaut hat und rumgefragt hat, wie wo was funktioniert. Man muss ja sich zurechtfinden. Man hat ja dann auch einen Alltag dort. Man ist ja nicht nur im Urlaub, ja. Man muss sich also auch zurechtfinden und hat dann natürlich so ein paar Deutsche dann auch aufgesucht, haben auch dann kennengelernt und haben auch deutsche Freundschaften hier aufgebaut. Aber halt ganz, ganz viel international. Und das war nochmal das, wo wir gesagt haben, das macht es dann auch wiederum aus. Und es war in keinster Weise, dass man das Gefühl gehabt hat, man hat eine Barriere oder jeder ist hier irgendwie für sich, was ja oft manchmal ja der Fall ist, dass dann so sich so Communities bilden. Hier ist man wirklich willkommen und egal von welcher Nationalität dann, ja. Und vor allem dann eben hier auch von den Locals. Und das war von uns, deswegen haben wir uns gleich, wir kannten am Anfang niemand und kannten die Gegend nicht und die Sprache und überhaupt. Und trotzdem kam so ein Geheimatsgefühl auf. Und es war halt gerade während dieser schwierigen Phase, die wir da ja hatten, alle so warm und einfach, das hat uns so ein gutes Gefühl gegeben. Ja, deswegen sind wir halt auch einfach erstmal geblieben, ja. Ihr kennt ja auch Asien, ne? Ihr wart ja auch vorher schon in Asien gewesen, also Thailand, habe ich verstanden. War Mexiko besser als Thailand für euch oder passender? Also es war anders. Also
Es war eigentlich ganz witzig, weil wo wir dann so lange in Mexiko waren, hatten wir immer so ein bisschen das Bedürfnis, wieder nach Thailand zu gehen, weil im Hinterkopf, Thailand war halt immer Urlaub. Und im Hinterkopf haben wir uns dann immer gedacht, oh, Thailand war immer so schön und ist natürlich wesentlich günstiger nochmal wie Mexiko. Und wir sind dann auch mal nochmal nach Thailand, zwischenzeitlich in den 3 Jahren. Und haben dann aber irgendwie gemerkt, dass doch einfach Mexiko, dass es doch mehr das ist, wo wir sagen, da wollen wir leben. Und haben dann echt auch mal so ein bisschen in der Nebensaison Thailand ausprobiert, auch so ein bisschen in der Regenzeit. Dann waren wir Phuket, Hua Hin, haben dann auch mal so Airbnbs und Kondos ausprobiert, nicht nur Hotels, und geschaut, wie da wirklich das Leben ist. Und wir sind aber da irgendwie dann mit dem Land nicht mehr so warm geworden und haben dann ganz schnell eigentlich wieder Mexiko vermisst. Ja, es war wirklich, ich habe dann auch mal geweint und eine Regisseurin angenommen, habe gesagt, ich habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe Mexiko so stiefmütterlich behandelt, weil wir waren so lange hier, wir waren 1,5 Jahre ohne Break in Mexiko, ja, bis wir das erste Mal wieder Freunde und Familie in Deutschland besucht haben und dann halt gleich von Europa aus kann man gut nach Asien reisen, gesagt haben, komm, wir machen einfach mal 2 Monate Asien, ja, also Thailand hauptsächlich und Indonesien. Und dann ist uns erst aufgefallen, diese Unterschiede und dann aber auch nicht der Unterschied jetzt, Thema Urlaub ist ein ganz anderer Aspekt, ja, sondern rein dieser Alltag, dieses vor Ort vielleicht auch, dieses Gefühl zu haben, da sich wohlzufühlen, Community oder Freunde, die sozialen Kontakte, was einem doch dann unterm Strich ja das Wichtigste auch irgendwo ist, ne, wenn man den Alltag wo hat, dass man, wir haben zwar uns zwei, aber dass man irgendwie Anschluss findet. Und da ist uns erst so wirklich aufgefallen, was uns Mexiko 1,5 Jahre lang geschenkt hat. Und das war so emotional, dass ich dann einfach so diese Sehnsucht gekommen ist. Ne? Wir waren dann auf der Hochzeit von Richies Bruder dann noch nach diesem Asientrip, ja. Und haben es dann so gesehen, dass wir dann hier wieder herkommen, ja. Nach diesem Break, den wir hatten, mit Besuch und alles und ein bisschen Urlaub. Und das war nochmal, das hat uns so die Augen geöffnet, weil wir immer gedacht haben, ja, nicht, dass wir doch was verpassen mit Asien, gell. Und, aber das war einfach, es ist eine Typsache, denke ich, aber es war das Mexiko nochmal für uns, es hat es nochmal uns die Augen ein bisschen geöffnet, ja, was dieses Land und die Herzlichkeit und einfach dieses Heimatgefühl, was hier oder Zuhausegefühl, sagen, so Heimat wird immer Deutschland bleiben, aber dieses Zuhausegefühl dann doch, wie wichtig das ist und was das ausmacht und was, wie wichtig das ist auch im Alltag, dass man das hat, ja, um sich wohlzufühlen. Ich habe bei den Dreharbeiten in Südostasien, Thailand und Kambodscha immer festgestellt, naja, also man wird nicht wirklich sich zu Hause fühlen, weil es halt immer Probleme gibt mit dem Immobilienerwerb, mit der Krankenversicherung, mit diesen ganzen Sachen, die man ja irgendwie doch haben will, also gewisse Sicherheiten, die man mitnehmen will aus Deutschland, ja. Ist das in Mexiko eine andere Situation? Sind die Mexikaner offener? Hat man da mehr Chancen, tatsächlich aufgenommen zu werden, inklusive so Immobilienerwerb, Krankenversicherung und allem, was man so braucht? Ja, zum Thema Krankenversicherung. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine internationale Krankenversicherung, weil die einfach zum einen, wenn wir weiter rumreisen mal oder wenn wir quasi Urlaub machen von Mexiko aus, dann ist man halt überall versichert und die ist natürlich auch preislich ziemlich günstig. Bei der Kati sind es jetzt zum Beispiel ohne Selbstbeteiligung, ohne alles, nur Zähne haben wir jetzt rausgelassen. Zähne und Schwangerschaft haben wir mal weggelassen. Und das sind 300 Euro im Monat. Aber da ist man dann halt privat versichert, auch in Deutschland privat versichert, wenn man zurückkommt, mal zum Heimaturlaub oder so. Das zum einen ist super. Und was war die Ja, andere Frage? Thema Immobilien. Immobilien, bist du der Profi? Ja, also ich war ja im Immobilienbereich ja auch in Deutschland. Mein Vater ist Architekt und wir haben zusammengearbeitet und war lange Zeit selbstständig als Immobilienberaterin und Maklerin auch in Deutschland. Und da habe ich natürlich auch also von Beginn an, wo wir hier in Mexiko waren, auch so ein bisschen Augenmerk drauf gehabt, Mensch, das ist nicht mal was, wo man was investieren könnte, ne, fürs Eigenheim hier auch und alles. Man fährt ja aber ganz gut, wenn man mietet, unserer Meinung nach. Aber wenn man natürlich sagt, das ist mein Standort, da möchte ich jetzt fest bleiben, hat man die Möglichkeit, hier auch Immobilien zu erwerben. Also viel, viel einfacher, wie es jetzt in Asien ist, weil du das vorhin angesprochen hast im Vergleich. Also man kann hier ganz normal als Ausländer Immobilien erwerben. Das machen auch ganz, ganz viele Kanadier und Amerikaner auch.
viele reiche Argentinier und auch Lateinamerika, die kommen her zum Investieren, weil hier halt so der Tourismus einfach auch boomt, jetzt gerade bei uns hier in der Ecke. Und man hat nur, soweit ich jetzt noch informiert bin, hat nur das Problem, 50 Kilometer vom Meer, die Entfernung, dass man da dann nämlich einen Trust braucht, das heißt, dass eine Bank mit im Grundbuch steht. Das ist aber keine Insolvenzmasse, wenn die Bank irgendwie pleite geht, weil wir dann, oh ja, aber dann gehört es am Schluss der Bank, wenn irgendwas ist, ja. Nee, also dann übernimmt es eine andere Bank, ja, diesen Trust. Also da braucht man keine Angst haben. Und hier gibt es für alles Agents, für alles Leute. Wir haben auch einen Kontakt zur deutschsprachigen Immobilienmakler, ja, wenn einer sagt, Mensch, ob das jetzt mieten ist, ob das jetzt kaufen ist oder so. Falls man sagt, man will das dann doch in deutschsprachig oder so, man kriegt hier eigentlich alles. Also jetzt hat jeder hier so seinen Ansprechpartner, weil es einfach jetzt schon so ein Riesenmarkt geworden ist und so wahnsinnig interessant ist. Auch es kommen immer mehr Deutsche, die auch hier investieren und es halt sehr lukrativ ist, weil du hier ganz, ganz toll Ferienvermietung machen kannst oder dir halt auch viel Geld sparst, wenn du selber drin wohnst, weil du dann teilweise eben keine teuren Mieten über die Hauptsaison zahlen musst. Ja. Günstig wird es halt zum Mieten, wenn man wirklich mindestens 6 Monate bleibt oder dann halt eben 12 Monate. Das ist so das Gängigste, so ein Jahresmietvertrag. Dann bleibt man quasi über die Nebensaison auch und dann kriegt man recht günstige Mietpreise, auch hier, wo wir jetzt sind, wo man halt wirklich in der Top-Lage ist und halt natürlich hier der Ferientourismus auch ein bisschen boomt. Ja, genau. Einer der wichtigsten Aspekte, finde ich immer, um sich zu Hause zu fühlen, ist auch, dass man also permanent eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt und nicht, dass man sich sozusagen davon von Visum zu Visum hangeln muss und dann immer wieder irgendwelche Einkommensnachweise erbringen muss, jedes Jahr aufs Neue, um dann sozusagen da sein zu dürfen. Wie ist das in Mexiko? Also man hat ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen hat man mal 180 Tage Visa. Kriegt man mal, wenn man so reinschnuppern will, kann man es erstmal ein halbes Jahr quasi anschauen, das Land. Und dann das Gängigste ist, dass man quasi dann eben zur Behörde geht und das Visa für ein Jahr macht. Also dass man ein Jahresvisa bekommt. Nach einem Jahr kann man es dann auf 4 Jahre verlängern. Also ist dann quasi insgesamt schon 5 Jahre da. Und nach den 4 Jahren oder nach den 5 Jahren dann kann man es einfach in ein permanentes umwandeln. Der andere Weg ist, man hat auch die Möglichkeit, wenn man ein gewisses Vermögen nachweist oder wenn man hier investiert oder gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, dass man halt sofort permanent wird. Das ist dann einfach, sage ich mal, eine Frage vom Geld. Und dann gibt es natürlich noch die Agents, die das Ganze so ein bisschen auf der Überholspur für einen machen. Das ist dann halt auch eine Geldfrage, aber dann kann man auch an diese ein Jahr, 4 Jahre dann permanent, kann man auskippen und sofort permanent werden. Genau, und man hat dann halt einfach auch die Möglichkeit, das ist ja jetzt auch wieder, in Deutschland hat sich das ja geändert, wenn ich richtig informiert bin, jetzt seit Frühjahr mit dieser Doppelstaatsbürgerschaft, ja, also dass man quasi zu der deutschen Staatsbürgerschaft noch eine weitere haben kann. Und man hat eben dann auch die Möglichkeit, hier die mexikanische Staatsbürgerschaft dann zu bekommen. Ja, ab der permanenten dann, glaube ich, 4 Jahre später oder 5 Jahre später, man macht dann einen Spanisch-Test. Und dann eben so kulturelle Fragen, ja, zu Mexiko, wie so ein kleiner Einbürgerungstest, aber nicht sehr kompliziert und hat dann einfach auch da die mexikanische Staatsbürgerschaft. Aber wie der Richie schon gemeint hat, es gibt hier für alles Agents, die sich vor Ort hier kümmern, in sämtlichen Sprachen, ja, weil hier ja auch ganz, ganz viele sind, die hier immer überwintern, schon seit Jahrzehnten. Ja, wir haben jetzt letztens beim Spazierengehen wieder eine getroffen, die kommt schon seit 20 Jahren hierher aus Amerika. Also das ist hier richtig gang und gäbe und die sind so auch dann eben aufgestellt mit Immigration, mit allem drum und dran. Hat man hier einfach ganz, ganz viele Kontakte und Möglichkeiten, weil das hier ja zum täglich Brot so ein bisschen gehört, ja. Viele Menschen machen sich Sorgen bei Mittel- und Südamerika um die Sicherheit, um das leibliche Wohl. Also es gibt immer so Horrorgeschichten, die da kursieren. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist das für euch? Ist das ein Problem oder empfindet ihr das als sicher? Also bei mir ist jetzt so, jetzt gerade weil ja viele mich fragen als Frau, ja, und dann in der Nacht oder alleine rumlaufen oder wie auch immer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier viel sicherer, wie ich mich leider mittlerweile in Deutschland fühle. Das ist
sehr traurig, ja. Aber so empfinde ich das, wenn wir ja auf Heimatbesuch sind und Freunde, Familie besuchen. Selbst wenn wir nicht in der Großstadt wohnen, ist mir das auch manchmal immer ein bisschen komisch, weiß auch nicht, ja. Fühle ich mir jetzt nicht, also eine Großstadt weiß ich nicht. Wie gesagt, wir wohnen dann oder sind dann nicht in der Großstadt zu Besuch dann, aber in den Großstädten soll es ja auch noch ein bisschen anders noch zugehen. Aber da ist es irgendwie vom Vergleich her komplett anders. Und wir haben aber ähnlich gedacht zuerst, aber man muss, glaube ich, die Erfahrung selber erst machen, dass man es glaubt, weil viele uns das immer noch nicht glauben, ja, dass es wirklich wir uns hier so sicher fühlen. Es ist halt einfach so, dass das ganze Gebiet hier dann doch noch ja, dem Kartell unterstellt ist. Ja, also wir haben hier ja dann doch noch die Thematik hier in Mexiko und es ist für viele, oh Gott, ja, das ist dann immer gleich, kriegt man gleich erst recht Angst, ja, wenn man da mit dem Thema anfängt. Aber genau das bietet für Ausländer die Sicherheit. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja, Fluch und Segen zugleich. Für die Touristen ist es hier halt so sicher, weil die Touristen oder die Ausländer oder die hier dann eben auswandern, wie auch immer, einfach die Nicht-Mexikaner, ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass die sicher sind, weil die das Geld bringen. Ja, und dementsprechend, so läuft es ja auch alles ab und dementsprechend wird auch ja, kein Mexikaner oder auch andere Ausländer, wenn Teufel tun, dich irgendwie zu bedrängen oder die nächstbeste Möglichkeit nutzen, um dich zu überfallen oder sonstiges. Das sind wirklich ganz, ganz große Ausnahmen und die dann immer natürlich in den Medien extrem hochgehypt werden, ja, oder man dann einfach wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort ist, aber es gehört hier in keinster Weise zur Tagesordnung. Im Gegenteil, wir haben ja ganz starke Präsenz vom Militär, einfach weil die Amerikaner und Kanadier das so ein bisschen so kennen und das auch gerne so haben, dass sie sich sicher fühlen, wenn dann einfach mal so eine Militärgruppe am Strand entlangläuft oder durch die Fußgängerzone und der Deutsche dann, oh Gott, was ist jetzt passiert? Ja. Wo ist irgendwas? Dabei geht es einfach nur darum, dass gezeigt wird, hey, es wird hier für die Sicherheit gesorgt. Da sind wir Europäer oder Deutsche ein bisschen anders. Wir haben ja immer gleich Angst, dass was passiert ist. Aber für die Armee zum Beispiel ist es einfach nur wichtig, diese Präsenz zu sehen, dass vor Ort jemand da ist und da durchläuft und für Recht und Ordnung sorgt, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ist es dann halt einfach auch sicher. Man ist zwar nicht so ganz sicher, dass sie einmal beim Trinkgeld mal übers Ohr hauen, ja, bei irgendeinem Beleg im Restaurant. Das sind so ein paar andere Sachen, aber wenn man jetzt wirklich von der Sicherheit, ja, die allgemeine Sicherheit so auf Person und Leben ist es hier wirklich unserer Meinung nach, gerade hier, weil wir hier so touristisch sind, auch sehr sicher. Man muss ja sagen, es ist echt, wenn man als Deutscher hierher kommt, ist es ein bisschen befremdlich, weil die sind hier, selbst die Straßenpolizisten teilweise bis auf die Zähne bewaffnet, also nicht Pistolen und Schlagstöcke, das sind Maschinengewehre. Teilweise haben die dicken Railguns, haben die auf die Trucks gespannt. Die Munition Also drauf, da okay. könntest du als Deutscher könntest meinen, oh, bin ich hier im Kriegsgebiet gelandet. Aber das ist halt hier, das gehört hier zur Grundausstattung von denen natürlich dazu. Und wir waren am Anfang, gerade weil wir hier angekommen sind, wir haben das gar nicht gewusst, dass das hier so ist. Wir haben gedacht, was ist hier passiert, wenn am Strand auf einmal wirklich eine Gruppe mit Maschinengewehren an dir vorbeiläuft und dich dann freundlich grüßt, dann denkst du dir, okay, wo bin ich hier gelandet? Aber das sind, wie sie sagt, das sind die Amis und die Kanadier, die wollen das so haben. Und das ist nicht, weil es hier unsicher ist, sondern dass die zeigen wollen, ihr seid hier sicher. Wir Genau. passen auf euch auf. Könnte man jetzt zum Beispiel als Ausländer einfach irgendein Haus kaufen oder würde man sich dann doch eher lieber in so eine gated, also so eine bewachte Community einmieten oder einkaufen? Nee, also von der Sicherheit her, man kann hier überall wohnen. Ob es jetzt mitten quasi in der Gegend von den Locals ist oder eher touristischer, wo wir jetzt leben. Man muss sagen, es gibt hier zwei Gegenden, also am Meer und wenn man dann parallel zum Meer verläuft, der Highway. Alles, was unterm Highway ist, das sind so ungefähr 45 Querstraßen oder so. Das ist mehr so die Gegend, die teurer ist, wo mehr die wohnen, die ein bisschen mehr Budget haben. Und alles, was überm Highway ist, das ist dann wirklich die Gegend, wo rein nur Locals wohnen und so ein paar Expats, weil da ist es halt wesentlich günstiger. Da kann man genauso investieren. Und dann hat man aber eben auch die Leute, die halt wirklich so jeden Euro noch oder jeden Peso umdrehen müssen, sagen wir es mal so. Und die finden hier auch Anschluss und da wird auch hier nicht gewertet untereinander von der Community her oder so. Ja, also, dass da
so mit Ellenbogen oder ja, oder was kannst du dir leisten, was kann ich mir leisten? Am Ende sitzen alle am Strand an einem Tisch, ja, und genießen ein Tequila oder ein Margarita, ja. Also da wird ja auch nicht irgendwie unterschieden groß. Und das ist das, was uns so quält. Und da ladet der eine dann die Freunde ein, eben oberhalb vom Hype, und da sagt keiner, was wohnst du da so weit weg oder kannst du dir nicht mehr leisten? Und umgekehrt ist man dann mal auf eine riesen Hausparty eingeladen, wo man sich denkt, oh Gott, dieses Haus kostet bestimmt 5 Millionen oder 4 Millionen, ja. Also solche Geschichten, ja. Und das ist vollkommen egal hier von der Community her. Und das ist das, was uns gefällt. Hier wird nicht geurteilt, ob das jetzt das Finanzielle ist, ja, was oft was ausmacht, aber eben auch das Zwischenmenschliche, also Thema Mindset oder so. Ja, Da darf hier jeder noch seine Meinung haben, und ja. du hast auch so ein gewisses Grundvertrauen. Also wir haben mal jemanden in der Stadt getroffen, der hat uns zum Geburtstag eingeladen. Und es ist halt wirklich ein paar Millionen Haus dann. Der hat uns nicht kannt, da wird aber auch irgendwie nicht die Wertsachen oder so weggeräumt. Da steht dann die Haustür offen und kann reinkommen, wer will, so ein bisschen. Also da ist so ein gewisses Grundvertrauen untereinander auch einfach da. Es wird jetzt der Deutsche, der sperrt alles ab, was geht, tut vielleicht nur die Wertsachen weg, wenn ein paar Freunde vorbeikommen, die neue Freunde mitbringen, die man noch nicht kennt. Und hier kommen ein Haufen Fremde zusammen und ist einfach okay. Ja, das sperrt man so Papier weg, ja, weil es dann doch mal wieder rar wird, ja. Also genau, also man kann eigentlich gar nicht sagen, wie viele Unterschiede es dann doch zum täglichen Leben zu Deutschland dann hat, ja. Aber im positiven Sinn, wie gesagt, rein im positiven Sinn unserer Meinung nach, und das können halt einfach auch so viele bestätigen, die hier zu Besuch bei uns waren, Freunde, Familie, alle, die schon da waren, die sagen, das ist ja Wahnsinn. Ihr habt es ja erzählt, aber ich habe es nicht geglaubt, dass ich es jetzt selber so erlebt habe. Und die haben ja auch nur kurz reinschnuppern können. Ja, aber nochmal zu dem Immobilienthema. Also wie gesagt, man kann hier überall kaufen, überall mieten. Man braucht sich hier keine Gedanken machen. Man muss halt nur ein bisschen schauen, ob es einem vielleicht zu laut ist in der City. Ja, weil natürlich Mexiko ist ein lautes Land. Da ist viel Remi-Demi und Mariachi-Band, und die lieben halt die Musik und einfach das Gesellschaftliche. Und da muss man halt vielleicht ein bisschen gucken. Aber hier laufen die kleinen Kinder von der Schule mit ihrer Uniform, ob das eine Privatschule ist oder die Local Schule, und da laufen die Kinder alleine heim. Und da braucht man keine Angst haben, dass die gut zu Hause ankommen. Ja, und das ist auch egal, ob das jetzt in der Gated Community ist oder außerhalb im Zentrum. Das heißt, du würdest nicht irgendwie das teilen, wenn Leute sagen, ach Gott, da weiß ich ja gar nicht, wenn meine Kinder in die Schule gehen, ob die denn entführt werden und ob die denn irgendwie Gelder abpressen. Das ist nicht so ein Thema. Nee, haben wir auch noch nie was davon gehört, muss man ehrlich sagen. Und es ist halt dann eben auch, wie gesagt, das würden die Medien, das wird ja hochgespielt werden, die würden sich dann das eigene Fleisch einfach schneiden. Ja. Wie wohnt ihr jetzt? Wie ist eure Wohnsituation derzeit? Also wir wohnen jetzt, liegt so ein bisschen an mir, weil ich wollte mir immer meinen Traum erfüllen. Ich habe immer gesagt, ich will einmal im Leben will ich auf dem Golfplatz leben. Und das können wir uns hier in Mexiko auch wirklich leisten. Also wir sind jetzt hier in der Gated Community, die ist direkt links von Playa del Carmen auf der Karte angrenzend. Also wir brauchen nur 5 Minuten, 10 Minuten zu Fuß in City, dann sind wir im Getummel. Und es ist aber eine riesen Gated Community, die ist um den Golfplatz rumbaut. Da gibt es verschiedene Kondominiumanlagen, dann Häuser, dann Reihenhäuser. Also da gibt es alles Mögliche. Und wir haben es uns jetzt nach 3 Jahren, haben wir es uns jetzt gönnt, dass wir so in die beste Anlage hier sind. Wir waren früher eine Anlage weiter. Die war wesentlich oder ja, wesentlich günstiger. Hat aber auch schon Pool gehabt, Jacuzzi, ein kleines Fitnessstudio an der Rezeption. Die hatten den Golfcar-Service, wo dann halt auch in der Anlage rumfahren wirst. Weil wenn man hier in Playa K, also das heißt Playa K, wenn man hier lebt, dann hat man noch so ein Hotel, was man aber als Beachclub so ein bisschen nutzen kann. Das heißt, man hat kostenlosen Zugang zu diesem Hotel, kann die Liegen nutzen, kann die Pools nutzen. Und da wird man dann mit dem Golfcar-Service, wird man dann halt hingefahren, wird man wieder abgeholt. Und wir leben jetzt im AWA, heißt das Gebäude, also AWA. Und das ist also von dem, der es baut hat, der ist ziemlich bekannt hier in Mexiko. Also der baut so einen besten Standard hier. Und da haben wir ein Fitnessstudio, das kann man so ein bisschen mit dem McFit in Deutschland vergleichen, von der Größe Balscher. Da ist eine Sauna dabei, dann haben wir 250 Meter langen Pool mit so einer Swim-Up-Poolbar, wo man dann Getränke und Essen kriegt, die nicht viel mehr kosten wie im Supermarkt. Ja, also das ist hier also sehr schön grün eingewachsen, sehr hochwertig, sehr modern, es ist eine sehr neue Anlage.
Es wird sich um alles gekümmert, ja, weil viele dann auch, wie macht ihr das so, wenn ihr dann was bestellt? Also wir haben hier Amazon, ja, in Mexiko. Es gibt auch Amazon Prime. Wir bestellen ganz normal. Manchmal dauert es halt einen Tag länger, wie vielleicht in Deutschland, ja. Und dann wird das aber alles unten abgefangen. Das wird dann notiert. Wir haben dann so einen Storage-Raum, wo dann wirklich, wir haben welche an der Rezeption. Also gibt es ganz normal Rezeption, Personal, die einen dann meistens auch mit Namen kennen, wenn man hier Langzeit wohnt und nicht zur Ferienvermietung hier wohnt, ja. Und das ist hier, ja, so Concierge-Service nennen die das, dass man hier so ein bisschen den Hintern gepudert kriegt. Ja, natürlich zahlt man das auch unterm Strich. Es wird da alles irgendwie auf die Miete umgelegt oder dann halt eben in die Nebenkosten, wenn man ein Eigentümer ist. Aber man kann hier ganz normal in dieser Anlage hier auch kaufen zum Beispiel. Und ja, wie der Richie gesagt hat, wir haben halt, wir spielen Golf. Ja, deswegen ist natürlich hier auf dem Hard Rock Golfplatz zu wohnen, ist natürlich für uns ideal und halt natürlich super. Das ist vielleicht nicht jedermanns Budget oder Anspruch auch, muss man auch so sagen. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, für uns ist es Nonplusultra, weil wir halt natürlich mit der Kiwi, ja, unser Hund, der ist halt auch mit dabei und wir müssen auch gucken, okay, ist für uns ja so ein bisschen wie ein Kind. Wir mieten halt immer möbliert. Also man hat immer die Möglichkeit unmöbliert, dass man dann selber was reinkauft oder man nimmt es einfach möbliert. Da muss man sich um nichts kümmern, gerade wenn man ein halbes Jahr oder Jahr da ist. Wir wechseln dann auch meistens immer mal wieder die Apartments, weil wenn uns dann mehr Leute besuchen, dann nehmen wir vielleicht mit zwei Schlafzimmer. Jetzt aktuell haben wir quasi ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen großen Wohn-Ess-Bereich mit offener Küche. Und ja, wenn Freunde kommen, dann nimmt man es halt ein bisschen größer für ein halbes Jahr, weil das kostet dann natürlich auch dementsprechend mehr. Aber jetzt für uns reicht es hier natürlich vollkommen mit einem Schlafzimmer. Genau, ja. Wenn ihr nicht arbeitet, mit dem Hund Gassi geht oder Golf spielt, was kann man denn noch so machen? Was sind dann so die Highlights, wo ihr wohnt? Ich habe ja schon auf eurem Kanal gesehen, da habt ihr ja auch schon viel dokumentiert. Vielleicht können wir doch gleich doch ein paar Bilder einspielen. Was sind die Highlights? Die Highlights, also alles ist ein Highlight. Es gibt so viele Highlights, dass man Jahre braucht, um die mal abzuarbeiten. Aber natürlich gibt es hier drei, vier, fünf verschiedene große Themenparks. Dann Und natürlich die Weltwunder. Also das größte ist hier ja quasi Chichen Itza. Das sind die größten Ruinen hier, die Maya-Ruinen. Dann gibt es aber noch Ekbalam, dann gibt es noch Koba, dann gibt es die Ruinen am Strand in Tulum. Dann gibt es 9000, glaube ich, verschiedene Zenoten. Zenoten, das sind so Sinklöcher. Also das ist hier ganz, die ganze Yucatan-Halbinsel ist quasi unterirdisch ein Riesenfluss, der miteinander verbunden ist. Und immer wenn dann so diese kalksteinhaltige Erdkruste aufbricht, dann kommt quasi so eine Zenote, also so ein Wasserloch zutage. Und da bauen die dann so Leitern und so drumherum, dass man dann rein kann. Und da kann man sich allein schon Wochen damit aufhalten, weil jede Zenote ist anders. Hier gibt es eine Zenote, wo ein kleines Krokodil schwimmt. Dann kann man in die Zenoten, kann man tauchen. Man sieht teilweise, sieht man da 50 Meter weit, so klar ist das Wasser. ja, es ist, also es ist ein Spektakel. Es ist, wie gesagt, das Zenoten ist so eins meiner Highlights hier einfach, weil das hier einfach bekannt dafür ist und weil es halt wirklich reine Natur ist. Und wenn man das erste Mal sieht, ist es einfach wahnsinnig faszinierend, ja. Dann, wenn es darum geht, dass man wegen der Kulinarik hierher kommt, ich glaube, bis man mal jeden Taco-Stand hier durch hat, ist der Urlaub auch locker rum. Klar, Party, weil es ist ja hier touristisch. Also es gibt hier eine riesen Partystraße. Da wird es einem auch nie langweilig. Dann ganz viel Social. Also es gibt hier Anschluss für alles. Für Yoga, für Meditation, dann natürlich klar Salsa, Bachata, Tennis, spielen die ganzen Tennis. Sportarten, jede Sportart, dann den Bücherclub, dann die Leute, die sich jede Woche in einem anderen Restaurant treffen zum Dinner, dass man jede Woche ein neues Lokal ausprobiert, dann die Leute, die sich zum Brunchen treffen, dann die Leute, die Coworking machen, dann die ganzen Coworkings, dann gibt es in allen Sprachen, ja, dann gibt es in allen Altersgruppen, dann gibt es die mit Kindern, die mit Kleinkindern, die mit die Krabbelkinder. Also es ist hier wirklich, wir haben hier hunderte WhatsApp-Gruppen, ja, die einfach in Playa del Carmen und dann auch ein bisschen übergreifend noch Cancun und Tulum einbezogen oder die Leute unternehmen was und machen einen Ausflug gemeinsam in, nach Tulum oder nach Cancun. Aber rein jetzt hier dieses Playa del Carmen, wir haben hier hunderte Gruppen und das sind tausende Leute und auch ganz viele Expats, ja, und ganz viele Locals, die sich aber auch integrieren. Also ich finde es immer wichtig, dann doch mit den Locals irgendwie, dass man nicht sagt, wir sind die Expats, ja, für andere Nationalitäten und ihr seid die Locals, sondern die sind meistens noch die engagiertesten, ja, weil die teilweise halt auch wirklich alle Englisch sprechen
Oder natürlich auch schön, wenn man dann auch Spanisch spricht, dann kommt man noch mehr mit jedem zusammen. Es ist Wahnsinn, wie die integriert sind hier mit den Expats, ja, wie die voneinander, ja, so in das Interesse, das voneinander profitieren durch die Lebenserfahrungen, ja, durch diesen kulturellen Austausch, unvorstellbar. Und das ist dieser wahnsinnige 180-Grad-Spiegel eben zu Asien, unserer Meinung nach, jetzt was das Thema mit den Locals angeht oder dieses Community-Thema. Es gibt natürlich auch in Asien so Communities, wo sich die Leute dann connecten und so, waren wir auch involviert, aber nicht vergleichbar zu hier, ja, in dieser Größe, in diesem Ausmaß und Intensität. Also, wie gesagt, so Freizeitthema, uferlos, ja, also. Man hat ja hier nur zwei Inseln. Bei uns hier ist ein Flyer vorne dran, es ist Cozumel. Da kann man mit der Fähre mal schnell, ist man eine halbe, dreiviertel Stunde auf die Insel rüberfahren, kann den ganzen Tag da nochmal auf der Insel verbringen, in den Beachclub. Da ist auch, ich glaube, von Amerika gesehen das größte Riff. Also das ist nach Great Barrier Reef, ist das das größte Riff, ist hier in Cozumel. Oder man geht zum Beispiel dann von Cancun aus mit der Fähre, geht man nach Isla Mujeres. Da haben wir auch schon 2 Monate gelebt auf der Insel und die ist nur an der dünnsten Stelle, glaube 500 Meter breit und 6 Kilometer lang oder so. Also da haben wir nach 2 Monaten haben wir wirklich jeden Stein kannt auf der Insel. Und da ist halt einer der 10 schönsten Strände der Welt, der Playa Norte. Und allein da kann man schon wieder einen ganzen Tag verbringen. Ja, Also man kann auch voll schnorcheln und tauchen, ja, wobei, sag mal, die Deutschen sind so verwöhnt, vielleicht von Ägypten und so weiter, ja, mit Thema Tauchen, aber es gibt doch tolle, viele Stellen auch zum Tauchen, dann schnorcheln ganz toll mit Seesterne, Schildkröten haben wir hier, Richtung Akumal ist es, glaube ich, ja, Richtung Tulum, diese Schildkröten, wo die dann auch schützen und Ding und dann die kommen und am Strand dann eben die Eier legen und also die schlüpfen dann, also so viel mit der Natur hier. Also die haben hier ganz viel, die Kinder hier auch, also das switche ich jetzt vielleicht in ein anderes Thema rein, ja, dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt übergreifend ist, aber dieses Thema mit Kindern, ja, wo man dann wirklich, die so viel mit der Natur hier in Verbindung kommen. Also auch in der Schule, was wir wissen von unseren Freunden, wir haben ja jetzt noch keine Kinder, aber von Freunden, die eben Kinder auf die Welt hier gebracht haben, die Kleinkinder haben, die mit Kindern hierher ausgewandert sind, egal welche Altersgruppe, es ist vom Kindergarten über die Schule ganz wichtig, dass die Kinder hier mit der Natur in Berührung sind. Die haben dann auch, dass die selber was anpflanzen im Schulhof, ja. Also es ist ganz viel das Thema Natur, Dschungel, dieses wirklich dieses mit, ja, hier eins zu sein mit der Natur. Und das ist das, was uns so wahnsinnig gefällt, ja, ja, was man einfach so oft auf der Strecke bleibt. merkt es auch an den Straßen, weil da sind halt dann Bäume mitten in der Straße, da wird die Straße wird dann so um den Baum drumherum gebaut. Der wird Die nicht werden hier, also schädigt. hier wird nur wirklich was gefällt, was wirklich nötig ist, um was zu bauen, aber ansonsten Da wird gibt's, hier alles erhalten. es gibt hier Cafés in der Stadt oder der Obstladen, ja, der einfach mittendrin einen Baum hat. Und dann wurde das Dach halt um den Baum rum. Da wird dieser Baum dann nicht gefällt, weil man da jetzt ja seinen Kaffee macht, sondern da ist mitten im Café ist dieser Baum. Oder teilweise haben wir hier Freunde von uns, die haben Häuser, waren halt Palmen auf dem Grundstück, dann haben die das Haus so um die Palme rum, dass wenn du bei denen im Flur drinnen, ist so Galerie offen und dann in der Mitte geht die Palme durchs ganze Haus durch. Ja, also, und dass die halt noch bewässert wird, da kann dann nämlich das offen, dass dann das Regenwasser an der Palme runterlaufen kann, dann haben die unten so ein Auffangding mitten im Wohnzimmer, ja, also es ist faszinierend, das ist, du hast ja dieses Surround, so wird hier auch teilweise gebaut, wenn man das möchte, dann kann man da sich austoben von der Architektur her, wo einem halt in Deutschland immer nur irgendwelche Regeln vorgeschoben werden, wo man ja einfach sich schon gar nicht mal mit Bebauungsplan, ja, also das kannst du ja total vergessen. Mein Vater, der will schon ewig lang was bauen und der wird immer wieder mit den Regeln als Architekt, ja, will er sich auch mal austoben, da ist, kommt er halt in Deutschland echt an seine Grenzen. Und hier hat man die Möglichkeit, mit der Natur auch zu wohnen, sich das offen zu gestalten. Klar, das Klima gibt es auch irgendwie her, gell? Aber das ist hier, das ist das, was uns hier freizeittechnisch, was uns so beeindruckt, dass alles so frisch, grün, alles Natur ist. Ist unfassbar. Egal, wo du bist und auch wenn du in der Stadt bist, ja. Ich wollte nochmal zurückkommen, Katharina, auf das, was du vorhin gesagt hast, dass die Mexikaner die Auswanderer oder die Expats allgemein sehr gut annehmen. Also könnte man durchaus sagen, Multikulti hat in Mexiko funktioniert oder funktioniert immer noch. Ja, total. Also wir haben ja
Wir wurden quasi im ersten Jahr, wo wir hier waren, wurden wir gleich zu Weihnachten, zu Silvester wirklich zu mexikanischen Familien eingeladen. Das waren unsere Vermieter, die haben gesagt, hey, seid ihr allein hier, habt ihr vielleicht noch nicht so viele Freunde, kommt zu uns an Weihnachten. Dann waren wir mit der ganzen Familie, waren wir am Tisch gekocht und haben mit denen Weihnachten gefeiert. Glaubt ihr, dass das alles so gut funktioniert, weil die Mexikaner ein sehr offenes Volk sind oder weil es noch relativ wenig Ausländer oder Einwanderer in Mexiko gibt? Oder warum funktioniert das in anderen Ländern so gut, aber in Deutschland nicht so? Ich denke zum einen, die Mexikaner, die sprechen alle super Englisch. Gerade hier jetzt in der Gegend, wenn du natürlich im Inland bist, ist das was anderes. Aber selbst da sind die total herzlich. Also wenn wir zum Beispiel jetzt auch mit unserem Hund spazieren gehen, dann wird man hier sofort, wird man in ein Gespräch verwickelt, wie süß der Hund ist und wo man herkommt. Und also die wollen auch immer sofort wissen, wer man ist, wo kommt man her und alles. Meistens fangen die dann natürlich, wenn wir unsere ein, zwei Sätze Spanisch sagen, dann fangen die voll an auf Spanisch. Da müssen wir sie erstmal so ein bisschen bremsen, müssen wir sagen, halt, halt, halt. Bisschen Spanisch können wir gerade, können wir das in Englisch hier fortführen und dann, ja, dann steht man mal schnell eine halbe Stunde mit seinem Hund dran und ratscht über Gott und die Und Welt. ist dann aber gleich wieder eingeladen, weil dann erzählt die einen, mein Mann hat morgen Geburtstag, ja, kommt doch vorbei. Ja, also es ist schwierig hier nicht social zu sein, aber es liegt dran, weil du jetzt im Vergleich auch mit Deutschland gefragt hast, es ist ein wahnsinniges Interesse da an anderen Kulturen. Die sind wahnsinnig interessiert an anderen Personen. Also wirklich so ein ernsthaftes Interesse auch. Wo wir immer so ein bisschen mit den Locals in Asien, die waren immer mehr freundlich halt. Ja, also freundlich. Und hier ist es so, man, du merkst, wenn die auch einen schlechten Tag haben, dann sind die auch ruppig. Also die spielen da wirklich hier keine Freundlichkeit vor. Aber wenn die Interesse an dir haben, du merkst es wirklich, das ist ehrliches Interesse. Die merken sich auch Sachen. Also man merkt es ja dann oft, okay, der erinnert sich, dass du da letzte Woche irgendwie beim Arzt warst und fragt auch mal nach. Ja, also das sind ja so Dinge, wo man merkt, okay, da hat einer nicht aus Freundlichkeit mal gefragt, wie geht's, sondern fragt nach. Ja. So wie wir das eigentlich, wir Deutschen eigentlich so kennen, ja. Aber es ist so, dass die wirklich Interesse an einem haben, an der Kultur von anderen Ländern. Die fragen dich auch dann Dinge, dann sagen sie, na ja, wo kann ich denn da hin, wenn ich dann doch mal nach Deutschland gehe, was kann ich mir da anschauen? Dann fragen sie, was habt ihr so für Essen? Also die sind so interessiert an dir als Person und dann aber auch wieder so offen und nehmen dich, wie du bist. Also da musst du jetzt nicht speziell ausschauen, dass du da reinpasst. Da darfst du auch eine andere Meinung haben. Da sind die interessiert dran an anderen Meinungen auch, ja. Und es wird dann aber auch so stehen gelassen. Da wird dann nicht irgendwie, dass man separiert wird oder dann mit denen möchte ich nicht, weil die denken vielleicht anders über manche Dinge, ja. Sondern da wird so, hoi, aha, das finde ich jetzt interessant und die sind so offen. Die sind so offen und so wahnsinnig herzlich. Also wirklich, das kommt so von innen raus, diese Kultur, diese Gastfreundschaft. Die sind es aber auch gewöhnt natürlich jetzt hier extrem den Tourismus. Deswegen sprechen halt so viele einfach so gut auch Englisch durch die Amis und Kanadier, die halt hier schon Jahrzehnte herkommen, über den Winter immer. Und sind aber trotzdem immer noch so interessiert. Und also es ist wirklich faszinierend. Und das ist das, wo einem das Gefühl gibt, hier ist man irgendwie auch erwünscht. Und das finde ich ja, glaube ich, auch so extrem wichtig, Die dass mögen die Deutschen aber auch, die muss man mögen, sagen. ja, genau. Also die Also, mögen die Deutschen auch irgendwie. Man ist halt natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt so ein richtig grummeliger Deutscher, der kein Lächeln über die Lippen bringt und so, klar, dann hat man vielleicht ein bisschen Probleme, Anschluss zu finden. Aber wenn man einfach offen der Sache entgegentritt und jetzt nicht sagt, oh, ich habe Angst, da kommt jetzt ein Mexikaner auf mich zu, sondern wenn man da mit dem ein bisschen quatscht und alles, dann hat man sofort einen neuen Freund gefunden hier. habt ihr manchmal noch Heimweh? Also ihr seid ja manchmal, seid ja noch in Deutschland, ihr reist ja immer noch, ihr seid ja nicht ständig da, sondern ihr reist ja auch immer rum. Aber habt ihr manchmal Heimweh nach Deutschland? Gibt es was man vermisst? Ja, also natürlich Freunde, Familie, das ist natürlich immer nur der Punkt. Wir haben natürlich immer nur die Familie in Deutschland. Wir haben da auch noch viele Freunde in Deutschland, die halt einfach, es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage, uns zu besuchen, ganz klar. Es ist ein langer Flug, der kostet viel. Viele Freunde haben halt schon ein, zwei Kinder, dann kosten die Kinder auch noch. Das für die natürlich, es ist natürlich das alles knapper geworden für die Deutschen jetzt die letzten Jahre, ja, das Finanzielle einfach auch. Die müssen das Geld einfach auch noch mehr zusammenhalten jetzt, immer mehr. Und da liegt es natürlich ein bisschen an uns, dass wir dann zu Besuch kommen.
Und ja, über den großen See rüberfliegen, über den großen Teich. Aber letztendlich vermissen wir das deutsche Essen. Ja, also das ist so ein bisschen, wir haben hier zwar so deutsche Lokale, wir haben hier Mannes Biergarten, ja, das ist ein Berliner, der hat hier einen Biergarten aufgemacht, ein Deutscher, der ist in die 90er Jahre gekommen, noch bevor ich geboren wurde, ja, also 90. Und der kennt ja noch leider, der kam, da war es ein Fischerdorf, gab es noch keine Straßen und nichts, also faszinierend. Ist auch immer toll, sich mit ihm zu unterhalten. Wir haben ja ganz viele Deutsche, die eben hier Lokale haben, ne, die man dann aufsuchen kann, mit denen man quasseln kann. Aber da gibt es uns ein bisschen so dieses Heimatgefühl vom Essen her. Also wir essen wahnsinnig gern und das fehlt uns halt so ein bisschen. So ein paar Produkte, die es hier halt nicht gibt oder wo ein bisschen schwierig ist zu bekommen. Gibt zum Beispiel hier kein Backpapier. Da regt sich der Ritschi immer auf, da lässt jeder mal Backpapier mitbringen. Das gibt es hier nicht, weil der kocht so gern und backt so gern. Also man vermisst dann mehr so ein bisschen dieses, wie sagt man, es ist mehr so ein bisschen behätschelt in Deutschland auch, weil man alles hat und alles kriegt, ja, also es und auch alles sehr günstig ist Und zu alles bekommen. erkenntlich. Man kriegt ja wirklich die besten asiatischen Produkte, kriegt man halt in Deutschland. Und hier asiatisch essen, das schmeckt halt noch ein bisschen anders, weil die halt so ein bisschen auch eine andere Esskultur haben. Die haben es entweder gern richtig süß oder dann richtig sauer. Also die kippen auch mal so ein bisschen Maggi auf die Pizza drauf und so hier. Die sind da so ein bisschen anders. Aber man kriegt hier sehr viel zum Kaufen an Produkte. Also dann muss man es halt selber kochen. Wenn man es wirklich so deutsches Essen, was man vermisst, das kocht man dann halt selber. Jetzt gestern habe ich einen Kaiserschmarrn, habe ich mal hier backen. Das gibt es hier natürlich nirgendwo, wobei das, glaube ich, mehr so österreichische Küche ist. Wir kommen ja aus Bayern, also wir haben dann auch richtig die Schweinshaxen, den Sauerbraten und so ein Zeug. Oder jetzt gerade Weihnachten ist natürlich, was wir jetzt voll vermissen, weil es ist anders, wenn du hier bei 35 Grad Weihnachten in der Badehose feierst. Oder wenn du mal hier einen Glühwein auf dem Christkindlesmarkt trinken kannst und da so ein bisschen Stimmung aufkommt. Genau, also ich glaube, das Thema Weihnachten ist extrem, weil es doch das Fest der Familie irgendwo ist, wo wir dann einfach hier mit Freunden halt eigentlich feiern, ja, und nicht mit der Familie. Das fehlt, es ist viel so dieses Emotionale, was fehlt auch, ja. Also weil ja doch Deutschland, also es war ja nie so unser Plan, irgendwie wirklich komplett wegzugehen. Wir wollten ja eigentlich immer nur viel reisen. Aber wie der Richie schon gesagt hat, es war so ein bisschen mal das Gefühl gehabt, man ist so ein bisschen rausgemobbt, rausgedrängt worden, einfach auch, weil man auch schauen muss, wo man bleibt. Ja, also das, weil das war ja auch ein finanzieller Aspekt und von der Lebensqualität ja einfach auch wichtig, ne, wo man bleibt und für einen die richtige Entscheidung zu treffen und sich das dann doch alles so ändert und man dann eben doch zu den Auswanderern gehört, wo man sonst immer auch nur irgendwelche Dokus gesehen hat, ja, im Fernsehen und da selber nie damit gerechnet hat. Aber es sind viele Dinge, die natürlich fehlen, weil wir halt einfach sehr familiär sind und das ist eigentlich so der Hauptaspekt. Aber was uns nicht fehlt, ist, dass bei uns in den Ortschaften um 8 Uhr abends der Rollstein, was der wie sagst du immer, Randstein. der Randstein hochgeklappt wird, Rollladen runter, dann dieses doch ein bisschen unsoziale auch, ne, oder diese Ellbogengesellschaft auch irgendwo. Jeder schaut so auf sich. Gerade in der Winterzeit ist jeder dann nach der Arbeit zu Hause und macht da auch nichts mehr, weil dann ist ja auch dunkel, ja, und kalt ist es und man ist dann zu Hause und jeder schaltet da sein Fernseher an und geht am nächsten Tag wieder die Arbeit. Wenn wir vor Ort sind, ist es halt so, dass die Leute halt auch wenig Zeit für uns haben, weil die halt einfach in ihrem Hamsterrad sind. Müssen sie natürlich auch. Ja, also man muss ja auch sich um seine Familie kümmern, das Geld reinholen, ja. Und dann halt, aber hier ist halt, findet halt alles dann noch abends statt. Ja. Also den Leuten ist viel wichtiger, abends dann noch mit den Freunden zusammenzukommen, auch wenn sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Da wird das Kind halt mitgenommen. Da ist das Baby halt abends mit dem Restaurant. Das funktioniert auch alles, ja. Das ist immer so eine Lebenseinstellung, aber logischerweise, wenn natürlich alle in deinem Umfeld, also sprich, fast alle in Deutschland so ticken und du bist dann die Ausnahme, nimmst das Kind abends mit raus, das ist auch wieder schwierig, ja. Also ich glaube, das ist so dieses Grundgesellschaftliche, weil das einfach jetzt schon Jahrzehnte die Leute so sind in Deutschland und hier sind die einfach anders, ja. Und deswegen läuft es hier so in die Richtung weiter und in Deutschland läuft es in die andere Richtung weiter, so wie es schon immer war. Und das fällt uns extrem halt einfach auf. Und das vermissen wir jetzt zum Beispiel nicht, ja. Oder dann diese Jammerergesellschaft. Na, wenn du jetzt da in Deutschland jemand fragt, wie geht's, dann kommt, ja, muss halt, ja, so. Oder frag mich mal. Oder wenn du sagst, ja, du, die habe
mit dem Rücken, du frag mich mal. Ja, da will jeder, will einen übertrumpfen, dass einem schlechter geht. Da wird auch gar nicht zugelassen, dass es dir wirklich mal schlecht geht und du wirklich was zu meckern hast. Es wird geschaut, dass das Ganze übertrumpft wird, ja. Dass man dieses extreme Jammern auch über Dinge, wo ich mir denke, ihr habt ja wirklich eigentlich auch ganz andere Probleme, ja. Und dann wird aber trotzdem über Dinge gejammert, wo du denkst, du, das sind Sachen, da denke ich überhaupt gar nicht mehr drüber nach, ja. Dieses teilweise Jammern auf hohem Niveau, aber dann auch wieder die richtigen Probleme gar nicht erkennen, ja. Das kommt dann Und irgendwie so dann kommt dazu. da hier halt einer entgegen mit einem geschienten Bein, irgendwie provisorisch so eine Holzkrücke. Weil er sich nicht mehr leisten kann und keine Krankenversicherung hat. Und dann, der grüßt dich freundlich, der grinst, der ist gut drauf. Ja. Da denkst du, so als Deutscher denkst du mal, wenn ich das Leben hätte, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Und der ist einfach gut drauf. Ja. Der akzeptiert es und sagt, mei, ist halt jetzt Ich schaue so. nach vorne und mache das Beste draus. Und das ist was, das tut uns immer dann so ein bisschen weh, wenn man dann Deutschland. Wir haben so das Gefühl, wir sind da die Exoten halt so ein bisschen auch geworden. Das ist ein bisschen schade. Und weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass ja, viele immer denken, wir haben so viel zu erzählen und sie hätten nichts zu erzählen. Aber uns wird es auch mal gefallen, wenn Freunde einfach nur über ihre Arbeit reden, weil es ist dann auch mal was anderes, was wir hören. Weil hier hören wir immer so viel Soziales. Es heißt ja nicht, dass es deswegen uninteressant ist, aber es hat sich so ein bisschen, man hat sich von vielen Freunden ein bisschen nicht beabsichtigt, aber es hat sich Leute irgendwie auseinandergelebt. auseinandergelebt, ja, einfach weil die vielleicht auch so ein bisschen mit dem Leben, was wir jetzt haben, auch irgendwie das auch nicht so nachvollziehen können. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Es ist auch, ja, das ist ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Und das ist das, was wir so ein bisschen vermissen. Wirklich die Freundschaft von früher, wo viele auch einfach gar nicht mehr da sind, viele Freunde, ja. Wo sich einfach das Ganze gespalten hat, einfach auch, gell? Ja. Mit welchen Gefühlen schaut ihr denn jetzt zurück in die Heimat? Also jetzt nicht in Bezug auf private Bekanntschaften, Freunde und Familie, sondern auf die Entwicklung des Landes in den letzten 3,5 Jahren. Ja, also man muss sagen, es ist für uns sehr traurig eigentlich. Und wir, immer wenn wir da wieder Heimweh kriegen, dann denken wir eigentlich an die Zeit, sage ich mal so 5 Jahre früher, wie da noch alles war. Und dann kommen wir halt wieder zurück und sehen, dass sich aber alles verändert hat. Also gerade jetzt zum Thema, wenn du eine Meinung hast, du kannst nicht mehr diskutieren. Es gibt nur noch richtig oder falsch. Es gibt nichts mehr zwischendrin. Wenn du da was Falsches sagst, dann, oh, wirst sofort in Facebook oder so, da wird dir die Freundschaft gekündigt und alles. Und es ist dann einfach so traurig, weil ich sage immer, hier ist es wie in meiner Kindheit noch so von der Freiheit in Mexiko. Also die fangen, und aber das Schlimme ist teilweise immer, man kriegt es leider jetzt natürlich auch mit, die Mexikaner kriegen das nicht mit, dass sich jetzt auch sowas so einschleicht. Das war jetzt zum Beispiel ab letztes Jahr, da gab es jetzt, dass du nicht mehr am Tisch im Restaurant rauchen darfst, sondern du musst jetzt halt vors Restaurant gehen. Und dann sagen die Mexikaner, ja, Mai, ist ja nicht schlimm. Dann stehe halt auf, lauf 2 Schritte, bin zum Beispiel vor dem Restaurant. Also, und wenn man das aber schon mal alles so mitgemacht hat als Deutscher, dass man früher durfte man in Diskos rauchen, dann nur draußen rauchen, dann durfte man im Restaurant rauchen, dann das, alles so Scheibchentaktik. Dir wird jedes Jahr so ein bisschen was weggenommen und das fällt dir aber gar nicht auf. Aber wenn du in der Zeit so zurückreisen kannst hier nach Mexiko, dann merkst du zum einen, die merken das eben auch nicht. Und dann wollen wir es immer so ein bisschen warnen. Hey, pass auf, wir hatten das alles schon mal. Das kommt jetzt peu à peu bei euch. Und die können das natürlich auch nicht glauben, weil die sagen, ja, ist ja jetzt nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Und dann jedes Jahr, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Genau, Und ja, so und ist es schleicht jetzt sich dann halt, so ein. ja. Und jetzt ist uns aber jetzt, was diese Unterschiede, was in Deutschland die letzten Jahre passiert ist, oder ja, jetzt ein, zwei Jahrzehnte, fällt uns halt einfach so extrem auf, weil wir es ja, wie der Ritchie sagt, hier noch anders sehen, so wie so eine Zeitreise. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen hier die Freiheiten, die wir hier in Mexiko haben, noch so lange mit, wie es geht, weil früher oder später sind wir sowieso alle auf dem Radar. Ja, also das heißt, warum soll ich jetzt schon da, wo bleiben oder im System irgendwo sein? Na, oder viele dann auch ja nach Dubai und Ding. Also Dubai war ich auch schon, ja, aber das ist so, wo ich mir denke, es kommt früh genug, wo alles so, wo du so überwacht bist und wo alles so, du so gläsern bist, ja, und nur noch alles aus Regeln und aus Vorschriften besteht, was auch seine Vorteile hat. Also will ich auch gar nicht schlecht reden, das ist auch Thema Sicherheit und so weiter. Aber ich nehme das doch noch so lange mit jetzt, wie es geht.
für mich persönlich, weil früher oder später komme ich sowieso nicht mehr drum rum. Und deswegen haben wir hier so unser Safe Haven gefunden, hier in Mexiko. Das ist so das, wo wir das Gefühl haben, wo, wenn wir dann doch in die Kinder planen, wo wir einfach sagen, hey, hier können die noch Kind sein irgendwie. Gut, die Frage ist, wie lange noch, ja? Aber man kann wirklich hier noch, gerade weil man ja doch immer so ein bisschen an seine Familie und an seine Kinder auch denkt, wo ich sage, ich möchte meine Kinder dann nicht mehr im System haben in Deutschland. Also, und wir haben so viele, die das ähnlich sehen, die das aber auch von Kanada sagen und so. Also von ganz vielen Ländern, die einfach so froh sind, dass sie mit der Familie und mit Kindern hierher gekommen sind, weil man dann einfach versucht, da noch so sein freies Leben ein bisschen zu genießen, sich noch ein bisschen austoben zu dürfen, Ja, hier auch mal gibt fünf gerade sein zu lassen, ja, diese ganzen Geschichten, es wo. einfach nur dieses Familienbild, Vater, Mutter, Kind gibt es hier einfach noch, hier gibt es nur keine 27 Geschlechter, hier gibt es eine riesengroße Gay-Community und LGTB, frag mich nicht, aber es interessiert hier einfach niemand. Hier rennt keiner rum und sagt, ich bin schwul und wenn du mich irgendwie falsch Komm jetzt zur ansprichst, Toilette dann oder. verklage ich dich oder was. Nee, die wollen hier einfach in Ruhe gelassen werden. Hier feiert man alle miteinander. Hier gibt es das nicht, dass sich irgendeiner da jetzt aufspielt, weil er irgendwie anders ist. Das gibt es hier einfach nicht. Wird aber voll Und akzeptiert und ist voll integriert, was wir hier Gay-Freunde haben. Ja, es ist unfassbar. Also, ich kann es gar nicht mehr aufzählen. Wir gehen dann auch alle zusammen. Da ist dann die Oma aus Kanada zu Besuch von einer Freundin von uns. Und dann gehen wir alle zusammen ins La Provenza. Das ist so ein Transvestiten-Show-Club, ja, wo ganz toll Aufführungen sind und so. Ja, da ist ja dementsprechend das Publikum auch, was vor Ort ist. Da bist du integriert, da bist, schauen die dich nicht komisch an, ja, oder mich als Frau dann oder so und umgekehrt. Also, da feiern alle gemeinsam. Da ist das alles noch voll in Ordnung. Hier wird jeder akzeptiert, egal in welche Richtung er geht oder was er für Vorlieben hat. Da wird kein Thema draus gemacht, ja. Da wird einfach, es ist so Leben und Leben lassen. Es wird hier zelebriert Tag für Tag. Es ist unfassbar. Und wir sehen genau das andere dann wiederum in Deutschland, wo das dann so extrem wird und es dann auch so kritisiert wird und es dann so eskaliert ja auch teilweise. Und das hat man hier zum Beispiel überhaupt nicht. Da gibt es gar keine Basis dafür, dass da irgendwie daraus eine Diskussion oder ein Streit oder so entsteht, gell? Richard hatte gerade erwähnt vorhin, dass ihm teilweise auf Facebook oder in den sozialen Medien die Freundschaften gekündigt werden. Warum? Worum geht's da? Du musst nur einen falschen Post machen. Du musst jetzt hier nur, zum Beispiel, hier ist ja, wenn man jetzt mal so auf den Trump oder so eingehen will, wenn man hier jetzt den feiert, dass er zum Beispiel jetzt da die Wahl gewonnen hat. Natürlich ist es schlecht für Deutschland, weil er einfach jetzt America First fährt. Aber ich sag mal, wenn Deutschland First fahren würde, dann wäre es auch besser für die und nicht immer, wir nehmen die ganze Welt auf. Und das Witzige ist aber, dass dann die Deutschen halt meinen, sie wissen es besser wie wir, obwohl wir quasi an der Grenze zu Amerika leben. Und die wollen dann uns erzählen, wie es jetzt in Amerika läuft, obwohl wir die amerikanischen Freunde und so haben. Und dann bist du halt sofort hier, nee, das geht gar nicht hier. Trump-Fan hin oder her, nee, dir folge ich nicht mehr, das war's. Danke, tschüss. Oder damals wohl, wo halt noch so dieses ganze Corona-Thema war, wenn du da irgendwas natürlich so ein bisschen kritisch hinterfragt hast, dann warst du hier sofort der Leugner, der Aluhutträger, dann, da hast du teilweise, haben dann die Cousinen, die Nichten, da haben die engsten Verwandten die Freundschaft kündigt. Und das hast halt hier, das ist halt hier einfach nicht. Die Hier hast du eine andere Diskussion in Meinung, na Deutschland gut. ist ideologisch aufgeladen. Aber du hast gerade ein interessantes Thema angesprochen. In Deutschland wird es ja meistens so kolportiert, dass der Trump die armen Mexikaner als Menschen zweiter Klasse behandelt und dass er die Mauer bauen will und dass er Illegale ausweisen will aus Amerika. Wie wird das von den Mexikanern aufgefasst? Wie finden die Trump? Also die Mexikaner, die finden den Trump auch geil, muss man jetzt mal so sagen, weil die leiden ja auch so ein bisschen unter dem, dass es immer so dahingestellt wird, dass die ganzen Mexikaner illegal über die Grenze wollen und so und die Kubaner und alle, die ein schlechtes Leben haben. Aber in Wirklichkeit ist ja dann auch so, dass eigentlich auch die aus ganz anderen Ländern eingeflogen werden, dass da auch so ein bisschen versucht wird, das wie in Deutschland zu machen, dass da alles mit den Migranten da drüben ist. Und die Mexikaner, die wollen eigentlich nur ganz normal darüber arbeiten,
wollen dann vielleicht eine Green Card haben, wollen legal rüber. Und die finden es jetzt eigentlich gut, dass der sagt, okay, wir machen erstmal die Schotten dicht. Ich glaube, 25 Millionen will er jetzt erstmal wieder ausweisen. Und dann sagt er, okay, und dann dürfen alle legal kommen. Dann gibt es einfach die ganz normalen Visa-Anträge. Und Amerika ist ja auch so ein bisschen abhängig von Mexiko. Also Mexiko hat ja ganz viel, wo Amerika importiert. Also es wird einfach in Europa ganz falsch dargestellt. Ja, Man sieht es ja auch, es war ja zu 75% war es ja klar, dass die Kamala Harris gewinnt in Deutschland, wo dann der Elon Musk schon gelacht hat und gesagt hat, hey, kriegt sie eigentlich noch was mit da über dem Teich, wie es hier eigentlich wirklich läuft? Und man sieht ja, wie dann das Ergebnis wirklich war, im Gegensatz zu, wie es die Medien gespielt haben. Und ja. genauso ist es hier mit der Freundschaft, sage ich mal, Mexiko-Amerika. Also du merkst hier keine Spannung zwischen Amerikaner und Mexikaner, ganz im Gegenteil. Und klar, die einen sind mehr für die anderen für die. Also ich würde das auch nicht alles in einen Topf werfen, aber es ist hier kein Thema. Ja, also da muss man, und das ist ja das, was doch eigentlich das Wichtige ist, dass jeder seine Meinung haben darf, ja, und auch jeder so seine Meinung vertreten darf und das aber auch irgendwie öffentlich, ne, Thema Meinungsfreiheit und so, ja. Und das ist so der Punkt. Viele sagen dann vielleicht auch, Mensch, ja, wenn es das Interview sind, Ritchie, sehe ich jetzt anders oder so, aber dann ist es doch aber auch okay, dass man seine Meinung irgendwo auch kundtun darf und dass das dann nicht zwischen die Fronten dann gerät, das Ganze, ja. Also das ist was, wo wir einfach leider ganz viel Erfahrung machen müssen in Deutschland und das ist so, wo man sich denkt, da lieber sage ich gar nichts mehr, der Klügere gibt nach, unterm Strich, ja. Also so die Schiene, weil Das es dann haben manchmal wir jetzt. schwierig Das ist, ja. haben wir jetzt gerade in Deutschland. Der Klügere hat immer nachgegeben, hat die Klappe gehalten. Und jetzt sind die an der Macht, die halt gerade keiner haben will. Ja, ich kenne es auch aus anderen Ländern, dass wenn man über gewisse Themen spricht, dass die eigentlich relativ mit gesundem Menschenverstand an die Sachen rangehen, dass man viel mehr diskutieren kann. Und ich denke manchmal, wenn ich mir in Deutschland das angucke, die haben Angst vor der Wahrheit und die haben Angst vor der Normalität. Die haben die letzten Jahre so schön alles sozusagen nach links verschoben, dass sie jetzt sozusagen unter Schock stehen, dass der Trump dran gekommen ist, dass der Elon Musk X gekauft hat, dass so viele Dinge in der Welt gerade passieren, die im Grunde diese ganzen Bemühungen, die die deutschen Medien oder die Regierung in den letzten Jahren gemacht hat, dass die jetzt irgendwo sozusagen zu Staub zerfallen wie ein Vampir, der das Tageslicht sieht. Findet ihr das Ja, auch? Oder? man muss ja sagen jetzt, das ist ja über Jahrzehnte, hat das natürlich Deutschland so ein bisschen aufgebaut. Und es ist natürlich auch einfach, wenn man sagt, man muss über nichts nachdenken, weil man bevormundet wird. Oder wenn man nicht arbeiten will, dann kriegt man halt sein Bürgergeld, wie es jetzt heißt. Und logisch, dann wählt man das natürlich weiter, weil man sagt, ja gut, dann ich muss ja nichts tun für das, dass ich ja Geld kriege. Und es ist halt zum Beispiel in Mexiko ist das noch anders. Da ist halt, wenn du nichts arbeitest, wenn du kein Geld hast, dann hast du kein Geld. Entweder gehst du wieder heim. Also wir haben hier, sage ich mal, keine so Sozialschmarotzer oder was, weil die würden hier nicht überleben, die würden hier verhungern. Punkt. Das ist, wenn du Geld hast, du bist jetzt nicht willkommen, weil du Geld hast, sondern du bist willkommen, weil du dem Land einen Mehrwert bietest. Und wenn du diesen Mehrwert nicht mehr bieten kannst, beziehungsweise dich nicht integrierst oder jetzt im Staat auf der Tasche liegen willst, dann sagt halt zum Beispiel Mexiko, ja, dann bist du hier falsch. Genauso ist es mit Mitdenken, weil du hast hier halt mal ein Loch in der Straße, so einen halben Gullideckel nur noch, und wenn da halt mal, da geht's dann 10 Meter runter, da kannst du jetzt nicht irgendwie die Stadt verklagen und einen Haufen Geld fordern, sondern du hast dir das Bein gebrochen, Punkt, du bist selber schuld, schau, wie zum Arzt kommst, ruf einen Krankenwagen, und da ist halt noch dieses Mitdenken, du musst für dich selber noch mitdenken, du wirst hier nicht bevormundet. Ja, das ist eine volle Bevormundung einfach, ja. Das ist, was Ritchie auch immer sagt in Deutschland, das, was man halt so beobachtet, weil, aber das ist halt das, das können viele wiederum nicht verstehen. Die nehmen uns das dann vielleicht auch ein bisschen übel, wenn wir das kritisieren, was ich auch total nachvollziehen kann, weil sie das nicht anders kennen. Und wenn du aber in Ländern so lange schon lebst und auch so viele verschiedene Länder gesehen hast, wie es woanders ist, dann darf man sich da, glaube ich, das schon rausnehmen, da auch irgendwie was zu vergleichen oder dann doch irgendwie ja, den Vergleich zu ziehen. Die Und Meinung da zu fühlen haben. sich halt viele dann auf den Schlips getreten einfach. Ja. Weil es halt gerade so bequem ist in Deutschland. Das ist dasselbe, wenn wir vor Ort sind, so zu Besuch.
Es ist auch bequem für uns dann. Ja, so, es ist alles super mit der Infrastruktur und Dingen und überhaupt, und kriegst alles und musst dich so, ja, es ist alles so geordnet, die ganzen Bürokratiesachen. Aber es ist halt aber auch so wahnsinnig anstrengend, ja. Also. Also der Verfall der Lebensqualität, den kann man ja nun statistisch belegen. Der ist ja nun keine Meinung oder kein Vorurteil in Deutschland, sondern das ist ja so, dass sich immer mehr Leute wie immer weniger leisten können, dass die Preise steigen und die Gehälter halt nicht mitsteigen. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Deutschen gar nicht wirklich kapieren, dass sie sozusagen da gerade ihr Land verlieren. Und dass viele sagen, naja, wenn es ganz schlimm wird, dann kann ich ja immer noch auswandern. Und dass ich aber selber denke, dass es gibt gar nicht so viele Länder auf der Welt, die tatsächlich das alles bieten. Und ich glaube, dass viele erstaunt wären, wie wenig Möglichkeiten es tatsächlich auf der Welt gibt, tatsächlich irgendwo anders eine neue Existenz aufzubauen. Also Asien fällt schon mal völlig, völlig weg. Afrika sowieso. Gut, man kann in die westlichen Länder, weiß ich nicht, Amerika, also USA, Australien. Oder eben, ja, aber es gibt gar nicht. Die Welt ist eigentlich sehr klein geworden, was das Ausreisen betrifft. Und nicht alle Länder sind oder überhaupt kein anderes Land ist eigentlich so freundlich wie Deutschland gegenüber Zureisenden. Das stimmt, ja. Das hast du auf den Punkt gebracht, ja, das stimmt, ja. Es ist, ja, man muss halt wirklich schauen, wo kann man eigentlich auch länger bleiben, ja, wo hat man dann wirklich auch das Recht, dann lange zu bleiben mit Familie, weil es bringt ja auch mal ein Risiko mit sich, wenn man auswandert. Gerade wenn man dann auch noch Kinder hat, ja, dann hast du das Thema Aufenthaltsgenehmigung, dann das Thema Pass oder dann das Thema eben mit Asien, ganz Genau, viel arbeiten. mit Eigentum erwerben. Thema Arbeiten, genau, was gibt es für Möglichkeiten? Und das ist, wo viele dann auf die lange Bank schieben, wie du sagst, ja. Und das dann so auf den letzten Drücker irgendwie und dann wird es hinten raus knapp. Es wird ja auch jetzt, es ist ja auch so, ja, dass das auch immer schwerer jetzt gemacht wird, das Thema Auswandern, Ja, ja. mit Wegzugsbesteuerung und, und. Aber man muss ja auch sagen, wenn du jetzt wirklich so als gepuderter Deutscher sagst, okay, jetzt ist so schlimm, jetzt geh auch ich. Du wirst ja dann erstmal mit der Realität konfrontiert, wenn du nicht mehr gepudert wirst in dem anderen Land. Wenn du alles selber machen musst, alles selber schaffen musst. Wenn jetzt sagst, du bist jetzt arbeitslos und kannst mal irgendwie ein bisschen vom Staat leben. Du bist ja hier sofort arbeitslos. Du kriegst hier nichts. Das heißt, du musst dir sofort wieder was Neues suchen. Es ist ja nicht nur, wenn du den Job irgendwie halt verlierst, weil du, keine Ahnung, weil man dich nicht mehr braucht, das kann ja auch krankheitsbedingt sein. Das muss man ja auch sehen. In Deutschland ist natürlich, wenn man jetzt, was weiß ich, unverschuldet arbeitslos wird, dann ist Deutschland natürlich super, muss man sagen, weil dann greift der Staat dir voll unter die Arme und hilft dir, aber es wird halt von vielen ausgenutzt. Und hier greift dir halt niemand unter die Arme. Also solange es dir gut geht, geht es dir hier gut. Aber wenn du gesundheitlich irgendwie natürlich so bist, dass du nicht mehr arbeiten kannst, dann ist vielleicht auch wieder so ein Land eher schlecht für dich, weil dich keiner auffängt. Deswegen sind hier halt alle so familienfreundlich, große Familien, weil sich hier halt nur untereinander geholfen wird. Genau, auch wirklich die Expat-Familien untereinander, die sich helfen. Der Austausch, wie man es vorhin gesagt hat, mit den ganzen WhatsApp-Gruppen, ist halt einfach auch, man kann seine Fragen stellen. Ja, also da sagt der eine, könnt ihr einen Klempner empfehlen? Du, ich brauche eine Putzfrau, wer ist vertrauenswürdig? Könnt ihr jemand empfehlen? Es ist alles hier über Mundpropaganda, alles Vitamin B, Empfehlungen, ganz, ganz wichtig und alles zwischenmenschlich. In Deutschland, da schaut man nur eine Firma, da holt man immer kleine Firma und jemanden professionellen und dann schaut man, was der für Bewertungen hat, ja. Und im schlimmsten Fall hat man noch eine Rechtsschutzversicherung, ja, wenn der irgendwie oder der hat wiederum eine Versicherung. Und hier ist das, muss das alles noch, hier ist alles noch so oldschool und es muss alles noch über, oder es läuft alles noch über Empfehlungen. Das ist aber das Schöne, weil es ist ja dieses Ehrliche auch irgendwo und, ist aber auch anstrengend, ganz klar, wenn man das nicht gewöhnt ist, ja, und wir uns manchmal aufregen, bis man dann doch immer passenden Kunden hat oder da man gemerkt hat, na, der Elektriker, hat der das wirklich gelernt, ne, so Sachen, aber das macht's dann, das ist aber auch wieder so ein Erfahrungswert und wir sind doch eigentlich hier auf der Welt, um unsere Erfahrung zu machen, um zu lernen und was wir in den letzten 3,5 Jahren, was da unser Fokus erweitert wurde, auch damals schon durch die Reisen, aber jetzt durch dieses Thema Auswandern irgendwie, das ist ja unfassbar, das kann uns auch keiner mehr nehmen, ja, und das ist ja irgendwie das Wertvolle dran, und das ist eben das, warum wir das hier einfach
so dankend annehmen und es aber auch wahnsinnig viele Hürden hat. Und um Gottes Willen, diese letzten 3,5 Jahre, das ist unfassbar, was das emotional für Up and Downs waren, was das unsere Ehe auch irgendwie, ne, natürlich gefordert hat. Und das ist, wo viele Leute, habt ihr Glück gehabt und hat es so easy peasy bei euch und ach, für mich wäre das nichts, aber bei euch ist das schon, ist alles so einfach gewesen, gell? Und wir denken, habt ihr eigentlich noch irgendwie was mitkriegt, gell? Also das ist Wahnsinn, was das für einen Mut eigentlich auch erfordert und wo wirklich so unsere Familie und auch meine Mama zum Beispiel so richtig erkannt hat und jedes Mal sagt, ich bin so stolz auf euch, ja, weil die einfach das erkennt, was das ja für eine Aufgabe auch ist, in einem fremden Land auch nach dieser langen Zeit immer noch irgendwie zurechtzukommen, sich zurechtzufinden, ja, weil man hier nicht aufgewachsen ist oder egal in welchem Land, wo man auswandert, vielleicht noch ein paar europäische Länder, die Deutschland ziemlich ähnlich sind, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wenn du hier komplett hier nicht aufgewachsen bist und dann vielleicht auch planst, selber Kinder hier in so einem Land großzuziehen, du wirst nie hundertprozentig verstehen, wie das hier läuft, aber wenn du offen bist, und das war uns halt einfach wichtig, in einem Land irgendwo zu landen, wo man Hilfe bekommt und die bekommt man hier einfach. Ja, also als Ausländer, dass einem geholfen wird, dass einem die Einheimischen helfen, wie hier der Hase läuft, weil man weiß es ja nicht besser, ja. Und in Deutschland, wenn man da halt kommt als Zuwanderer, Ausländer, wie auch immer, es wird halt einem alles irgendwo auch ein bisschen abgenommen, ja. Und einem selber als Deutschen wird auch so viel abgenommen im eigenen Land, ja. Und das hat man halt natürlich, wenn man ins Ausland geht, das muss man sich bewusst sein, aber man muss auch so sein Mindset dementsprechend aufbauen und sagen, ich nehme das dankend an und weil sonst verzweifelst, glaube ich. Also sonst gehst unter und sonst bist du schneller wieder zu Hause als in Deutschland, wie man schauen kann dann, ja. Wie wollt ihr denn jetzt weitermachen? Also gibt es so Ideen oder neue Ideen, die sich für euch in den letzten 3 Jahren so rauskristallisiert haben mit eurem neuen Wohnort? Ja, also dadurch, dass wir ja selber auch so ein bisschen schauen, Thema Familienplanung, wie auch immer, müssen wir schauen, wie man sich da wiederum dann immer so ein bisschen aufstellt. Ja, Mexiko ist auf jeden Fall so unser Safe Haven, wo wir einfach auch sehr viel Zeit im Jahr verbringen möchten, einfach weil wir so viele Freunde haben mittlerweile, also viel mehr, wie wir jeweils eigentlich in Deutschland hatten und weiß Gott, viel mehr, wie wir aktuell noch in Deutschland haben, ja, muss man wirklich auch ehrlicherweise ja dann dazu sagen. Aber wir haben natürlich Familie, die Eltern werden natürlich auch nicht jünger. Das sind Dinge, die muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zum Glück haben wir die Möglichkeiten, dass wir einfach auch viel zu Besuch sein können, ja, dass wir, weil es ist auch ein Kostenpunkt natürlich zu fliegen, vielleicht dann eben auch mit Kindern zu fliegen und zu reisen, um dann immer wieder den Kontakt zur Familie zu haben. Ich denke, wenn wirklich Kinder da sein sollten, dass man dann auch ein bisschen schaut, dass man in Europa einfach ein bisschen näher in der Gegend ist. Wir lernen ja auch gerade Spanisch, ja, endlich mal. Wir haben erst mal Englisch lernen müssen, weil als Deutscher da in der Schule wird auch nicht so viel Wert auf Englisch gelegt und das ist einfach doch so wichtig, die Sprache. Doch das, warum wir, wenn wir Kinder haben, die auch dann dreisprachig aufziehen wollen, ja, Deutsch, Englisch und Spanisch und wir jetzt nach langer Zeit wirklich Kopf haben für eine dritte Sprache, also für Spanisch, gehen jetzt in eine Spanisch Schule auch, ja, also richtig hardcore, volles Programm. Und wenn wir Spanisch können, dass wir vielleicht dann auch ein bisschen in andere spanischsprachige Länder dann unterwegs sind, vielleicht dann eben auch in Europa, dann in Spanien zum Beispiel, dass man einfach näher der Familie auch irgendwo ist, zeitweise unterm Jahr und dann natürlich auch zeitweise hier in Mexiko. Also das wollen wir nicht aufgeben, werden wir auch nicht aufgeben, ja. Aber wir schauen natürlich, dass man irgendwie das Beste von dem Familienkonstrukt her muss man einfach auch dazu sagen, dass unsere Eltern und Familie halt in Deutschland bleiben werden, ja, so wie es ausschaut. Von dem her wird da immer der Bezug da sein und auch immer, wenn wir auch mal schauen, dass man da einfach auch Zeit miteinander dann verbringen kann. Obwohl sich ja die südeuropäischen Länder auch in den letzten Jahren sehr verändert haben. Also zum Beispiel die Immobilienpreise in Portugal und Spanien, die sind exorbitant. Ich habe selber in Portugal gelebt eine Weile, auf den Azoren, bis 2010, da lagen Häuser so um die, weiß ich nicht,
150, 200.000, 300.000 Euro. Diese gleichen Häuser gehen mittlerweile weg für 700.000. Also ich habe neulich mal geguckt, man kriegt im Alentejo, und das ist wirklich, wo der Fuchs dem Hasen gute Nacht sagt, auf dem portugiesischen Festland, gibt es eigentlich kein vernünftiges Haus mehr unter 700.000. Das hat fast deutsche Preise erreicht, weil die auch diese Golden Visas gemacht haben, sehr viele Leute reingeholt haben und dadurch natürlich die Immobilienpreise nach oben gestiegen sind. Und zum Zweiten ist Europa natürlich auch geopolitisch gerade in einer Zwickmühle. Habt ihr davor auch ein bisschen Angst? Ja, das ist auch, dass wir gleich gesagt haben, wenn dann über den Teich, weil also aus unserer Sicht bringt es jetzt gerade nicht viel, wenn du aus Deutschland auswanderst und in Europa verweilst. Da hast du vielleicht nur ein paar Jahre Ruhe, aber es wird ja auch nicht besser, weil das wird ja alles von der EU quasi runter diktatiert. Das heißt, ob du jetzt nach Spanien gehst oder nach Italien oder wo, das macht's auf lange Sicht macht's das nicht besser. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir, dass wir gleich ganz woanders hinkommen, wo wir von dem Ganzen so ein bisschen weg sind. Weil wir haben jetzt so, wo wir uns informiert haben, wir haben jetzt noch nicht mitgekriegt, dass Mexiko jetzt irgendwie involviert werden könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, lieber, dass wir nicht zwei, dreimal umziehen müssen, sondern dass wir sagen, okay, wir bauen uns jetzt was in Mexiko auf, bevor wir dann in Europa jetzt ganz viel wieder, zum Beispiel in Spanien, weil Spanien hat uns auch gefallen, weil man ist halt, uns quält die Sprache und man ist halt nah an der Familie, aber es ist halt geopolitisch, es ist auch nicht besser. Und deswegen haben wir gesagt, wenn, dann muss Europa ganz verlassen. Gibt es denn irgendeine Message, also eine Erfahrung, die ihr generell gesprochen teilen würdet mit den Leuten, die interessiert sind, jetzt auch nach Mexiko oder Mittelamerika zu gehen? Ja, man soll einfach auch ein bisschen offen sein, ja. Also man soll Erfahrungen, wie ich gesagt habe, einfach dankend annehmen, und sich auch mal auf das Abenteuerleben auch mal einlassen, was, glaube ich, für die Deutschen gar nicht so normal ist, dieses Abenteuerleben, so richtig. Wie gesagt, wenn irgendwelche Anliegen sind oder wenn irgendwelche Fragen sind oder ja, irgendwelche Kontakte herzustellen und sonstiges. Wir sind da, wir sind hier, wir können aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben unsere Erfahrung gemacht und wenn da jemand irgendwie ja, Fragen hat oder sonstiges oder Anregungen, also die Leute dürfen gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns über jeden, den man ein bisschen unter die Arme vielleicht auch greifen kann. Aber ansonsten, ob das jetzt Mexiko ist oder allgemeines Thema Auswandern, die Leute sollen einfach so ein bisschen weiter mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ne, auf sich Mutiger, mutiger. mutiger vielleicht dann doch mal auch mal ein paar andere Meinungen zulassen oder hinterfragen, ja, sich einfach ein bisschen ja informieren auch irgendwo. Es kann auch mal eine falsche Richtung sein, aber umso mehr man sich informiert, findet man dann doch irgendwo wahrscheinlich so seinen Mittelweg, ja. Und Nicht da um meinen wir jetzt nicht ARD, ZDF, Lanz und so weiter, sondern sich mal wirklich zu informieren bei auch mal bei kritischen Medien oder wir schauen zum Beispiel gar kein Rundfunkmedien mehr. Wir sind nur noch digital hauptsächlich auf YouTube unterwegs oder schauen dann unsere Serien auf Netflix. Wir sagen immer, wenn uns das niemand erzählen wird, was in der Welt abgeht oder angeblich abgeht, wir würden es auch gar nicht mitkriegen. Selbst, also manchmal schreiben uns Freunde, Bekannte, habt ihr das und das in Mexiko mitkriegt? Das war ja voll schlimm. Bei euch geht es ja wieder ab, sag mal. Nee, hier war nichts. Ja, genau. Also, wie gesagt, einfach auch mal so ein bisschen alternative Meinungen zulassen, also sich da ein bisschen breit gefächert informieren, ob das jetzt bei eurem Kanal oder andere Kanäle vielleicht auch sind, ja. Einfach da ein bisschen das auf dem Fokus haben und ja, der Sache vielleicht auch eine Chance geben und wie gesagt, einfach irgendwo den Hintern vielleicht auch ein bisschen hochkriegen. Das ist, man sagt immer, Mensch, und ihr habt es so toll gemacht und das hören wir halt immer wieder und ja, aber man muss halt ins Tun kommen und es gibt noch, also weil wir vorhin drüber gesprochen haben, es ist rar geworden, ja, aber es gibt noch wirklich Orte, wo man wirklich so seinen Frieden finden kann oder das Leben noch lebenswert macht oder es lebenswert ist. Ja, wir haben hier so den Ort für uns hier gefunden und sind da wahnsinnig dankbar für. Und das wünschen wir natürlich für viele da draußen uns auch, wenn die auf der Suche noch sind, dass sie das hier im passenden Ort finden. Und ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, wo ihr das alles dokumentiert. Für den machen wir natürlich auch gleich nochmal hier unten Werbung. Der heißt Die Naznini. Sie spricht sich das aus.
Genauso hieß er früher. Wir haben das dann abgeändert. Das ist jetzt der Kanal Reiserei. Einfach weil es allgemein um Reisen geht und rumreisen und alles, was zum Thema Reisen, aber halt auch zum Thema Auswandern ist. Es war früher, irgendwie ist der Name immer noch drinnen geblieben, aber so war unser Name früher und viele konnten es nicht aussprechen, haben gesagt, nee, da müssen wir einen anderen Namen finden. Der heißt jetzt eben Reiserei und wir machen eben ganz viel hier aus dem Leben hier in Mexiko. Früher halt natürlich die Themen Brasilien. Wir haben den Kanal gestartet, einfach als digitales Tagebuch für uns und für Freunde und Familie, dass die so ein bisschen dabei sind bei unseren Auslandsabenteuern, ja, zum Thema Auswandern, als wir damals 2021 weg sind im Februar. Und dann sind natürlich die ersten Videos aus Brasilien, dann eben, wie wir hier in Mexiko gelandet sind, dann, wo wir hier überall gewohnt haben, gelebt haben, diese ganze Thema Infrastruktur, wie lebt man hier dann so außen Leben selber? Dann sind so ein paar Asien-Videos eben von unserem Trip, wo wir vorhin gesprochen haben, dabei und halt jetzt eben das aktuelle Leben hier, Thema Supermarkt, Kosten, Roomtour, hier die Anlage, wie schaut es hier aus? Also wir machen ganz viel aus unserem Leben hier vor Ort, ja, geben aber auch Tipps und Tricks weiter. Da hat man halt einen direkten Kontakt zu uns und in Zukunft wollen wir auch viel mehr mit Leuten eingehen, die hier schon ausgewandert sind, deutschsprachig, also Interviews machen mit einer, die hier jetzt Lehrerin ist, eine Deutsche, mit anderen, die hier eine Tauchschule haben und so weiter. Also da wird ganz viel kommen auf dem Kanal zum Thema Auswandern auch, weil es halt gerade einfach so ein Thema ist, was ganz viele interessiert. Und da können sich die Zuschauer gerne noch ein bisschen ein Bild davon dann machen. Sagen Katharina und Richard aus Playa del Carmen in Mexiko, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Und was ich mitnehme, ist mutig sein, angstfrei sein, einen Arsch hochbekommen und vor allen Dingen auch den Mut haben, Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man und daran wächst man, oder? Genau auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Vor Ja. allem nicht nach dem ersten Fehler aufgeben. Also wir haben so viele Fehler gemacht. Und je öfter du aufstehst, desto besser wirst du beim nächsten Mal. Ja, genau. Manchmal landet man da, wo man landen will, dann eben auch über Umwege, wie bei uns. Ja, also mutig bleiben. Ja, danke dir. Super, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Gerne, Dankeschön. gerne. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ciao.